Unsere YouTube-Fans werden mitbekommen haben, dass wir in jüngster Vergangenheit versucht haben, kürzere Videos für euch hochzuladen, um eure Konzentrationsspanne nicht zu überfordern. Und das wollen wir natürlich nicht nur für Leichter Leben machen, sondern auch für unsere anderen TV-Formate, heute Kompass. Und deswegen habe ich jetzt hier die Rosemarie Seibel neben mir stehen, die heute Abend ab 23 Uhr für Sie erreichbar ist und uns gerade schon bei Leichter Leben erzählt hat, warum das ein TV-Format ist, was ihr ganz besonders zusagt. Rosemarie, fass noch mal bitte ganz kurz zusammen, warum ist das ein TV-Format, was dir einfach gut gefällt? Es gefällt mir, ich kann den Anrufer abholen, ich habe Zeit, es können Rückfragen gestellt werden. Zum Beispiel die Mama spricht von ihrer Tochter, da kommt das Enkelkind noch dazwischen, da sind Verbindungen, Verknüpfungen, ein Verstehen miteinander. Hier kann ich auf jede Person im Einzelnen eingehen und kann meinem Anrufer gerecht werden in der Form, dass er das zum Ausdruck bringen kann, was ihn gerade bewegt, ohne dass ich unter Zeitdruck stehe oder er. Das heißt, vor allen Dingen zeitlich hast du einfach mehr Möglichkeiten, auf den Anrufer einzugehen und wirklich auch noch mal intensiver in die Probleme hineinzuschauen. Selbstverständlich und natürlich nicht nur vom Gespräch, sondern auch den Anrufer fühlen zu können, also Ja. erfühlen zu können. Dieser Moment, er fragt, wie reagiert er auf meine Antwort? Kann ich ihn da schon abholen? Versteht er das? Kann er damit Ja. umgehen? Und natürlich auch mit einer Antwort, die vielleicht nicht ganz so schön oder so angenehm ist oder ihn erfreut, kann ich ihn in einem Gespräch gut aus dem Gespräch herauslassen. Er kann noch mal nachfragen, was es für ihn gut Ja. ist. Also die Dinge stehen lassen zu können. Der allgemeine AstroTV-Zuschauer wird ja mitbekommen haben, dass Rosemarie in den letzten 3 Jahren, ich sag mal ganz plump, so quasi vom Erdboden verschluckt war. Waren das so 3 Jahre, die du auch gebraucht hattest, um dich selber vielleicht nochmal darauf vorbereiten zu können, jetzt in Kompass reinzugehen und dieses TV-Format zu leben und nicht nur die sonstige Live-Beratung, die du so machst? Es war für mich, manchmal gibt es Zeiten, da geht man in andere Richtungen, andere Wege. Ich habe natürlich in meinem privaten Bereich habe ich andere Dinge aufgebaut. Ich arbeite unter anderem in der Pferdetherapie, habe mit meiner Tochter ein Pferdetherapiezentrum aufgebaut. Das hat alles seine Zeit gebraucht und die Beratung blieb ja trotzdem. Und was mich natürlich immer fasziniert hat, war die Beratung auch vor der Kamera. Und natürlich jetzt mit Kompass ausführliche Beratung. Ausführliche Beratung, da haben Sie es gehört. Und vor allen Dingen halt auch nochmal, dass unsere Berater eben auch Menschen sind, die durchaus auch mal Zeit für sich brauchen. Und das kann auch mal ein paar Jahre dauern. Wer mehr dazu erfahren möchte oder selbst eben auch eine Beratung in Anspruch nehmen möchte, heute Abend ab 23 Uhr bei Kompass.